begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Luc Haldemann. Ich bin Vorstandsmitglied von Swiss ICT und ich freue mich, dass ich Sie hier zur Open Source Studie 2015 begrüßen darf. Zusammen mit CH Open hat sich Swiss ICT diese Studie herausgebracht. Und wie Sie wahrscheinlich alle wissen, ist Open Source ja eigentlich etwa 30 Jahre alt. Eigentlich sogar vor 40 Jahren hat AT&T angefangen, ihren Source Code rauszugeben, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Vor 30 Jahren hat der Richard Stallman mit dem GNU-Projekt Open Source offiziell eigentlich ins Leben gerufen. Vielleicht gab es andere Bewegungen und so weiter, aber das ist so ein bisschen die offizielle Geschichte. Also vor 30 Jahren hat es begonnen, die Idee, dass man mit Open Source eigentlich gegenüber kommerziellen Closed Source Projekten in der Wirtschaft vorwärts geht. Seither ist Open Source aus der modernen Software eigentlich nicht mehr wegzudenken. Das heißt, wir stützen viele eigene Software, die wir bauen, darauf auf. Und dennoch führt Open Source immer wieder mal zu kontroversen Diskussionen. So kämpft Open Source immer wieder um die Legitimation. Die neue Studie hilft dabei, weiter ins Licht zu rücken. Weil es ist ein festes Standbein, das ist klar. Es hat seine Wichtigkeit, aber dennoch, wir müssen Studien machen, damit wir herausfinden können, wie das Feedback ist, ein Spiegel für Open Source, wo hat es seinen kommerziellen Nutzen und so weiter. Dabei möchte ich jetzt gerade ein bisschen auf zwei Kernthemen der Studie eingehen. Das eine ist der Vorteil und Wert. Ich werde nichts vorweggreifen, ich gehe nicht in die Details, aber womit befasst sich die Studie? Vorteil und Wert von Open Source. Beispielsweise, ist Open Source günstiger? Die Antwort ist ja, es ist günstiger. Es gibt kleine Aber. Das kommt aufs Einsatzgebiet drauf an, wie man aus der Studie lesen kann und wie man Open Source managt. Ist Open Source besser? Auch ein klares Ja, was aus der Studie hervorgeht. Damit beziehen wir uns eigentlich primär auf Transparenz, auf Sicherheitsaspekte, auf Flexibilität, auf Unabhängigkeit. Weitere Vorteile: auf jeden Fall ist Open Source nicht zuletzt auch ein ganz klarer Gegenpol zu kommerziellen Produkten. Es setzt Messlatten und es ist eine Konkurrenz. Wenn Open Source eigentlich als Initiative, die von vielen Contributoren weitergetrieben wird, nicht da wäre, dann könnten sich die kommerziellen Anbieter gegenseitig messen oder lobbyieren und so weiter. Und so hat man einen ganz klaren Gegenpol. Also, wenn man nicht mal Open Source selber jetzt einsetzt, bringt es auch bei kommerziellen Produkten den Vorteil für den Kunden, dass eben die Konkurrenz da ist. Probleme von Open Source: gewisse fehlende Standards nach wie vor. Daran müssen wir sicher noch weiterarbeiten, Schnittstellen. Die Standards, da beziehe ich mich natürlich auch darauf, dass die kommerziellen Produkte die Standards oft nicht einhalten, aber die Standards sind oft auch nicht ganz definiert. Abhängigkeiten, die bei proprietären Systemen heute bestehen, führt dazu, dass Open Source auch oft nicht adaptiert werden kann. Dazu kommt dann, wer ist haftbar, wenn Open Source zu Problemen führt? Das heißt, die generelle Lieferantenhaftung, die ist schwieriger bei Open Source. Wer ist jetzt Lieferant? Ist es der, der eine Distribution ausliefert? Ist der haftbar? Wie viel Support gibt es da? Da gibt es natürlich Antworten auch in der Studie. Und weiter ist generell der Support ein Thema. Das heißt, Open Source einfach aus dem Netz genommen ist natürlich nicht mit Support da. Da muss man auch eine Organisation dahinter haben. Mit und trotz diesen Vor- und Nachteilen ist Open Source, wie gesagt, ein wichtiges Standbein. Gemeinsam effizient mehr erreichen, würde ich es eigentlich in einem so kurzen Satz nennen. Wir von Swiss ICT zusammen mit CH Open sind Herausgeber der Studie und haben sie auf der einen Seite natürlich monetär unterstützt, auf der anderen Seite haben wir aber die Mitglieder auch angehalten, die 200 Firmen, die teilgenommen haben, sind zu einem großen Teil bei Swiss ICT dabei.
Open Source ist ein wichtiges Thema auch für Swiss ICT in der Partnerschaft mit CH Open, wo wir gemeinsam vieles vorantreiben, aber auch bei Beispielen, wo wir Open Source selber einsetzen, ganz vorne sichtbar im Web, sind das unsere Webauftritte, die auf Open Source CMS-Systemen beruhen. Und Open Source spielt nicht zuletzt auch in einem Projekt, bei dem es um die Internet of Things geht, von Marcel Bernet, eine wichtige Rolle. Und da hilft es in Kursen und in Schulen, das Thema zu etablieren, auch das unterstützen. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß heute Nachmittag bei den Präsentationen und anschließend beim Studium dieser Studie, dass Sie damit viele neue Erkenntnisse erlangen und dass es eben hilft, Open Source sichtbarer zu machen.